So, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, damit ihr mal wieder eingeschaltet habt. So, heute möchte ich euch ein Mod vorstellen. Und zwar ist das der Mod Grand Opi Utopia Map. Sorry, aber mein Hals war gerade ein bisschen trocken. Und zwar hat mir diesen Mod der liebe Kuschelbär empfohlen. Der hat mich heute Morgen angeschrieben, sagt er: Du Porky, schau dir doch mal diese Map an für ETH 2, die ist nice. Ja, dann habe ich mir die einmal runtergeladen, mal installiert, und ich muss ehrlich sagen, die ist wirklich fabelhaft. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Aber am ersten zeige ich euch mal den Kanal von den lieben Kuschelbär. Das ist dieser Herr, nette Herr. Wie gesagt, der hat mir die Karte empfohlen. Wäre ganz nett, wenn ihr vielleicht auch mal bei ihm vorbeischaut, ihm vielleicht mal ein Abo da lässt, euch mal die Videos da anguckt. Er macht auch einige Mods-Vorstellungen, wie das ETS2-Monster. Das könnt ihr euch auch mal gerne anschauen. So, jetzt geht's aber weiter zu dem Mod. Wie wär's? Ach, wie wär's? Ah, ladet euch das mal runter, installiert euch das und. Wie das jetzt geht und wie das funktioniert, wie ihr die Karte installieren könnt, das zeige ich euch jetzt einmal. Ich mache zuerst natürlich erstmal einen Trapbox-Klienten auf. Gehe dann in Offline-Modus von ETH 2. Ja, ist ein bisschen laut, aber das weiß man. ETH 2 am Anfang ist immer laut, wenn man startet. So. Ich gehe jetzt, wenn ihr diese Map spielen wollt, also so mache ich das, müsst ihr ein neues Profil anlegen. Wir nennen das mal das Porky-Bild. Nimm mal hier die Rothaarige, hier stehe auf Rothaarige. LKW-Design, naja, nimm mal Scania, so wie immer. Firmennummer, nimm mal deines. Firmenname, nimm mal einfach mal Porky. So. Und wenn ihr natürlich jetzt diese Karte drin haben wollt, geht ihr da, ich zeig's euch nochmal. Sorry. Das war ein bisschen zu schnell. Geht ihr hier auf dieses neue Profil. Und zwar geht ihr da nicht auf Erstellen, sondern geht erstmal bitte auf diesen Mod Manager drauf. Da habt ihr dann Grand Utopia. Das zieht ihr dann rüber. Dann geht ihr auf Änderungen bestätigen. Dann kommt ihr hier wieder hin und dann geht ihr hier auf Sprache natürlich Deutsch. Aber den geht ihr hier auf Spielmodi, geht ihr da auf Grand Utopia MPD. So, erstellen. So, jetzt ist das natürlich noch ein bisschen sehr, sehr laut. Entschuldige deswegen. Hier gehen wir mal auf Helfer überspringen. Ich spreche jetzt erstmal ein bisschen lauter, weil ich dann gleich den Sound erst runterdrehen muss. Entschuldige mal. Entschuldige mal. Auch die wieder. So, jetzt dauert das hier ein bisschen. Es ladet natürlich die Map durch. Das neue Profil und. Das kann ein bisschen dauern. So, da sind wir ja. Und wie wir hier sehen, haben wir hier ein Scania. Erstmal gehen wir in die Option Audio. Machen wir die Gesamtlautstärke mal, die Soundeffekte ein bisschen, die Musiklautstärke ein bisschen leiser. Die Radiolautstärke brauchen wir gar nicht. Die Navi aus machen wir auch ein bisschen. Navi machen wir erstmal nicht. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser hören. Dann machen wir fahren. So, jetzt haben wir natürlich, weil wir ein neues Profil angelegt haben, kein Geld. Und müssen erstmal das Tutorial durchfahren. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Und dabei gucken wir uns mal die Karte ein bisschen an. Da steht, drücke E, um den Motor zu starten. Machen wir das mal. Ich möchte gerne das Navi sehen. Also müssen wir hier erstmal lang. So. Hier kommen wir schon raus. Oh, das klappt ja schon mal wunderbar. Jetzt fahren wir hier in Eskov los.
Für mich hört sich das alles so ein bisschen spanisch an. Wir gucken uns hier noch mal so ein bisschen um. Was sieht alles? Ich finde, die ganze Karte sieht ziemlich gut aus. Oh, da nehmen wir ein Schild mit. Oh, aber das klappt ganz gut hier. Eieiei, oh, davon ein bisschen viele Autos. Wollen wir hier mal warten. Also der Verkehr ist hier ziemlich, ne? Na, lässt du mich durch? Ja, danke schön. So, wir haben jetzt 7 Kilometer vor uns. Oh la la, oh la la. Mal schauen, was uns da alles erwartet. Oh, Gebüsch. Was haben wir hier denn? Gucken wieder am Bullen auf den Hintern oder was soll das sein? Ja, natürlich. Also die Statue, die haben sie wohl ein bisschen verkehrt rumgesetzt, so wie das aussieht. Okay. Soll uns nicht weiter stören, wir fahren hier weiter. Sehr schön, das Scania. Oh. Ich möchte echt sagen, die Karte, guckt euch das da hinten mal alles an, ne? Die ist wunderschön, finde ich. So, jetzt fahren wir weiter auf der Werks A1. Ja, das Tutorial sagt uns, die Dachansicht ist 4, die Fensteraussicht ist 5, die Stoß Stangenansicht ist die 6, die Radansicht ist die 7, die TV-Ansicht ist die 8. Aber das wissen wir alles, wir sind ja alle Profis. So, auf den Navi sehe ich jetzt da vorne, was ist das denn? Na, wollen wir uns mal gleich mal überraschen lassen. Ach, das ist eine Tankstelle. Ah, okay. Oh, ich glaube, da müssen wir hier ab. Da habe ich jetzt zu sehr auf die Karte geguckt. Oh, sorry, ich müsste da mal. Okay. Komm, wir drehen einfach mal hier auf die Tanke. Da habe ich mich ein bisschen verfahren, aber das ist auch nicht schlimm. Da sehen wir mal ein bisschen mehr von der Karte. Hier haben wir ein Solarpanel stehen, das sehe ich auch nicht überall. Und die Leute, die hier Pause machen. Ja. Oh, hänge ich da jetzt? Oh, das Scania scheint nicht so viel Pest zu haben. Oh, guck mal, die Werbung da. Runner, was? Egal. Fahren wir erstmal weiter. Oh, guck mal, da kommt uns noch ein LKW entgegen. Oh, nicht schlecht. Sunbullers. So, hier müssen wir ab. Oh. Naja, klappt schon. Ja, so enge Straßen bin ich mir halt mal nicht gewöhnt. Entschuldigt bitte. Aber die Strecken, ne, das ist schon sehr, sehr schön. Also da muss ich sagen, der Kuschelbär sich echt eine schöne Map ausgesucht. Ist auch sehr schön zu fahren. Oh. So, weiter geht's gerade. Oh, wie das hier alles aussieht, ne, und die Strecke. Finde ich schon hammer nice. Nur ich hätte jetzt gern ein LKW mit ein bisschen mehr PS. Ja, ich zeige das hier nochmal von der Außenkameraansicht, falls ihr die Karte noch nicht kennt. Ich war auch sehr überrascht davon, wie schön das hier aussieht. Alleine schon die Straßen hier, wie man die fährt. Oh. Sonst kennt man das ja nur normalerweise von ETS 2. Nur auf Autobahnen, breite Strecken. Nicht so viel machen, aber das hier, das gefällt mir schon wunderbar. So, 5 Kilometer haben wir noch. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Das wird natürlich nicht meine letzte Tour sein. Ich werde diese Karte natürlich weiterzocken.
Also so von Fracht zu Fracht, ihr seht auch in mein Gehalt, das ist ja auch ein neues Profil, da habe ich erst 2000 Euro. Mal gucken, wann ich mir meinen ersten LKW leisten kann. Ach, ich spreche schon wieder so ganz aufgeregt, ne? Aber ich finde das ehrlich. Guck mal hier. Guck da mal rüber. Kann das Spanien sein oder sowas? Was hängt da denn von der Flagge? Sehen wir das? Ja. Wird wohl irgendwas Spanisches sein. Oder? Mal schauen, was uns noch hier erwartet. Ich habe es auch vorhin schon mal versucht zu googeln. Aber Google sagte zu mir, das wäre Thailand. Aber das glaube ich nicht. So, wir fahren weiter auf der C3. Hier haben wir ein schönes Feld. Oh. Also wenn ihr wirklich mal was anderes fahren wollt als diese langweilige, ich sag mal eigentlich scheiße jetzt, aber langweiligen öden Kack, den es in ETS 2 gibt. Außer natürlich das letzte DLC. Ne? Das sah natürlich ganz gut aus. Also Black Seal ist gut gelungen, finde ich jetzt. Oh, guck mal, da drüben ist auch ein Hof. Oh! Ja, 2% Schaden. Haben wir schon ein bisschen was mitgenommen. Eieieiei. Eieiei. Oh, da wackelt der LKW. Ja. Guckt euch die Straßen. Wow! Also die Karte, also die Map hier, die flasht mich so richtig. Das ist richtig schön nice geworden. Ist auch für die 1.36 gedacht. Wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze nochmal unten nachher. Den Kuschelbär verlinke ich euch auch nochmal, der mir das empfohlen hat. Wie gesagt, wäre ganz nett, wenn ihr da mal vorbeischaut. Oh, die Kurve sieht mir ein bisschen eng aus. Oh! Ja, da hat der Trailer hinten einen kleinen Schubs gemacht. Oh, das war ein bisschen zu weit. Das kommt davon, wenn man so viel redet, aber hier. Die Porcellini hinter dem Lenkrad, die macht das schon. Wir sind ja auch gleich da. 3 Kilometer noch. In der Zeit nehme ich mal ein Schlückchen Kaffee. Ah, lecker. Also was mich jetzt hier wundert, damit hier kein Verkehr hinkommt. Ne? Vorhin war eine Straße, da eine Kreuzung, da war sehr viel, aber ich wünsche mir hier noch so ein bisschen Verkehr. Vielleicht müsste ich da noch einen Mod mit reinsetzen, mit stärkerem Verkehr, aber mal schauen, wie ich das mache. Olla, 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 olla. Ich sag jetzt aber olla, weil ich denke, es ist Spanien. Jetzt aber in Spanien olla. Oh, kein Plan. Es sieht wirklich sehr, sehr schön hier aus. So, hier sind 50 erlaubt, aber Porky ist mal wieder am Rasen. Oh. Oh. Eieieiei. Oh, guck mal. Da unten ist ein Swimmingpool. Oh, müssen schwimmen gehen. Also hier wäre ja nichts. Ich kann mich kaum auf die Straße konzentrieren. So. Das sieht hier so super aus. Guckt euch diesen Ausblick an. Ist das nicht schön? Wer will hier nicht freiwillig entlang fahren? So, ich fahre heute das erste Mal hier mit. Oh, 3% Schaden. Mit Tastatur, entschuldigt dafür. Ich werde natürlich für das nächste Video werde ich mein Lenkrad hier einstellen. Weil ist das blöd, ich weiß auch nicht. Jedes Mal werde ich ein neues Profil aufmachen, muss ich immer mein Lenkrad einstellen. So, wir sind fast da. Oh, es ist aber auch eng hier. So, jetzt sehen wir gleich kurze Zeit nichts, aber das macht ja nichts, weil die Bäume da im Weg sind. Fahren wir noch ein bisschen vor. Ja, hier fängt der Verkehr wieder stärker an. Ah, da passe ich durch. Oh! Ja. Das kommt davon, wenn man es sieht. Unfall verursacht. 20. Stand da gerade 20 Euro. Ja, ziemlich billig für einen Unfall, ne? Komm, gib mal Gas da vorne. Porky will seine Lieferung abgeben.
Muss ich dich jetzt schieben oder was? Komm, mach doch mal Platz hier. Die fahren nicht. Okay. Mal schon wieder rot. Ja, nochmal ein Zwanni weg. Da die hier keinen Platz machen, muss ich die Autos mal ganz kurz zur Seite schieben. Aber Porky hat doch keine Zeit. Der muss ja seine Lieferung abgeben. So. Oh, guckt euch. Guck mal, die Autobahn. Nice, ne? Guckt euch die Aussicht an. Ach, guck mal. Guck mal, schon Kreisverkehr hier. Ich will nichts sagen, aber es ist echt gelungen. Wunderschön hier. Ha, guck mal. Rollstuhlfahrer. Oh, nicht schlecht. Okay. Oh, guck mal hier. Spezialtransporte. Ein nach dem anderen. Ah. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, wenn ich mir den ersten LKW leisten kann, nehmen wir erstmal so einen schönen Spezialtransport. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Oh, hier müssen wir gleich mal abbiegen. So, dann wären wir fast schon da. Da haben wir schon unser erstes Geld gleich verdient. So, da wir EP brauchen und ein bisschen Geld, wollen wir mal einparken. Gucken mal, ob wir das heute hinkriegen. Ihr wisst ja, wie das ist, der Porky und einparken. Das sieht aber ganz gut aus. Das noch mit Tastatur bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt. Oh, ja, da mal aus Versehen Gas gegeben. Ansonsten. Unsere erste Fahrt und dann auch noch Scania und dann in so eine enge Lücke einparken. Ne? Das ist ganz schön gemein, ist das. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Guckt euch das mal an. So, dann drücken wir T. Das war unsere erste Fahrt in Grand Utopia. Ja, guck mal, da sind wir fast schon Level 1. Wunderbärchen. So, da haben wir unsere Firmenzentrale. Ja, viel Glück, das kennt man ja alles. So, wähle einen nächsten Auftrag, aber das machen wir dann im nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Warte mal, da habe ich eins vergessen, euch zu zeigen, wie die Weltkarte bei diesen aussieht. So, wir haben natürlich hier jetzt von Lasco oder wie das heißt, der Pechinat gefahren. Und wie gesagt, ich werde die nächsten noch ein paar Touren zeigen, weil das hier ganz schön interessant aussieht. So, jetzt sind wir aber soweit. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Like, einen Daumen da oder ein Abo. Es wäre natürlich auch sehr, sehr nett, wenn ihr bei den Kuschelbären vorbeischaut. Ich verlinke den nochmal unter meinem Video, der mir das Ganze empfohlen hat. Vielen Dank nochmal an ihn. Ich sag bye bye, euer Porky. Bis zum nächsten Mal.